Der Südtiroler Schützenbund feiert heuer das 60. Jahr seines Bestehens. Seine Geschichte ist eine Geschichte, die in einer Zeit begonnen hat, in der es nicht so gut stand um Südtirol. Das Ende des Ersten Weltkriegs, über 20 Jahre faschistische Unterdrückung, ein fürchterlicher Zweiter Weltkrieg und die Enttäuschung, auch danach noch zu Italien zu gehören, hatten jene Zeit geprägt. In diese Zeit wurde vorwiegend von Kriegsteilnehmern und begeisterten jungen Männern eine Gemeinschaft gegründet, die große Vorbilder in der Vergangenheit hatte und die für die Zukunft Großes vorhatte. Aus den Erfahrungen der Vergangenheit hatte man vor allem gelernt, dass die Begriffe Frieden und Freiheit zusammengehören und dass die eigentliche Kraft einer Bewegung immer nur Zusammenhalt, ein gutes Netzwerk und vor allem Ausdauer sind. Ich bin die Jungmarketentin Lisa und wünsche dem Schützenbund alles Gute zum Geburtstag. Ich bin der Jungschütz Lukas und alles Gute im Schützenbund und Schützenheil. Ja, lieber Südtiroler Schützenbund, da spricht der Felix. Ich wünsche euch alles Gute für eure 60 Jahresfeier. Ihr seid klasse Burschen, habt das Herz im rechten Fleck, bleibt für Satz und alles Gute für die nächsten 60 Jahre. Ich bin sehr stolz, dass der Südtiroler Schützenbund das nächste Jahr die 60 Jahre feiert. Ich freue mich, dass der Schützenbund in der Linie weitermacht und einen großen Zuwachs an Jugendlichen schützen. Ich wünsche dem Südtiroler Schützenbund vor allem eines, dass er das hochhalten möge, was uns als Tirolerinnen und Tiroler ausmacht. Denn nur wer die eigene Herkunft kennt, ist auch offen für Neues. Oder wie es Goethe einmal bezeichnet hat, man braucht Wurzeln und Flügel sozusagen. Das, was unsere Wurzeln ausmacht, dazu wird der Südtiroler Schützenbund auch weiterhin beitragen, dies immer und immer wieder in Erinnerung zu rufen und auch wachzuhalten. Ich wünsche dem Südtiroler Schützenbund alles Gute zu seinem 60. Geburtstag. Also meine herzliche Gratulation zum 60. dem Südtiroler Schützenbund. Ich kann nur mein Kompliment aussprechen für die Arbeit, die die Schützen in den letzten Jahrzehnten geleistet haben. Ja, zur 60-Jahr-Feier des Südtiroler Schützenbundes gratuliere ich natürlich ganz herzlich. Ich bedanke mich für euren unermüdlichen Einsatz für unsere Heimat, für unsere Sprache und Kultur. Für die Zukunft wünsche ich den Schützen in Südtirol, dass junge Menschen sich mit den Schützen zusammentun, identifizieren, dass auch junge Menschen weiterhin Kultur, Brauchtum und Standesbewusstsein der Tiroler weitertragen. Hallo, liebe Südtiroler Schützen, ich und meine ganze Band. Ich wünsche euch gern alles Gute für weitere 1809 Jahre mindestens. Südtiroler Schützenbund macht weiter so. Ich glaube, es ist selber wichtig, dass es ist. Und ja, alles Gute für der Band Freiwild. Viert euch. Servus. Ich wünsche dem Südtiroler Schützenbund alles Gute zu seinem Jubiläum. Herzliche Glückwünsche von mir. Als Landeshauptmann von Tirol gratuliere ich sehr herzlich dem Tiroler Schützenbund zum 60-Jahr-Jubiläum. Ich bin sehr froh darüber, dass sich die Südtiroler Schützen so entwickelt haben, wo wir sagen können, dass wir eine exzellente Partnerschaft haben zwischen den Nord-Osttiroler Schützen und den Südtiroler Schützen. Ich habe jedes Mal eine riesige Freude, wenn die Südtiroler Schützen so schneidig auftreten. Das ist Tradition, das ist Heimat. Herzlichen Glückwunsch. Ja, als Landeskommandant des Bundes Südtiroler Schützenkompanien wünsche ich unserem Partnerverband zu seinem 60. alles Gute. Viel Erfolg für die Zukunft und weiterhin so eine tolle Zusammenarbeit in den nächsten Jahren. Der Südtiroler Schützenbund hat 60 Jahre die Geschichte dieses Landes aktiv begleitet. Dafür sei ihm gedankt. Ich wünsche dem Südtiroler Schützenbund von ganzem Herzen alles Gute zum 60-jährigen Bestehen und für die Zukunft weiterhin ein gutes Auge haben, vor allem als Naturschutzlandesrätin auf die Natur, weil die kennt ja keine Grenzen. Und aufs Gemeinsame, aufs Verbindende, auf das, was uns auf der einen oder anderen Seite vom Brenner zusammenhalten. Das müssen wir im Mittelpunkt stellen, dann können wir gut zusammen. Alles Gute! Zum 60-jährigen Bestandsjubiläum des Südtiroler Schützenbundes
darf ich meine Grüße und besten Wünsche überbringen. Nachdem ich nicht glauben kann, dass die Unrechtsgrenze am Brenner das letzte Wort der Geschichte ist, wünsche ich den Marketenterinnen und Schützenkameraden, insbesondere natürlich den jeweiligen Bundesleitungen, weiterhin ein starkes Rückgrat, beherzte, kluge und in die Zukunft weisende Entscheidungen. Schützen haben die Aufgabe, das politische Gewissen der Südtiroler immer wieder hochzurufen. Wir wissen ja, dass wir auch trotz des Paketes und trotz der Autonomie keine Mehrheit in Italien geworden sind, sondern weiterhin eine kleine österreichische Minderheit darstellen. Wir müssen aktiv sein. Wir müssen unsere Grundwerte, vor allem was die Sprache anbelangt, was den Proporz anbelangt, was die Schule anbelangt, die müssen wir wirklich verteidigen. Denn wenn wir sie aufgeben, wenn wir nicht mehr schwimmen, dann werden wir irgendwie weggeschwemmt werden. Und deswegen müssen wir aktiv sein. Und ich möchte deshalb dem Schützenbund danken, dass er bisher, auch wenn er es ab und zu ein bisschen in einer übertriebenen Form gemacht hat, möchte ihm danken, dass er diese Aufgabe ernst genommen hat. Und ich möchte ihm nur wünschen, dass er weiterhin junge Frauen und Männer findet, die bereit sind, unsere Grundwerte zu verteidigen und zu erhalten und der Zeit anzupassen, damit wir auch morgen noch eine Autonomie, eine Selbstständigkeit, Selbstbestimmung und Selbstgestaltung haben. Einen herzlichen Glückwunsch für die 60-jährige Tätigkeit des Südtiroler Schützenbundes und meiner Tätigkeit als Bundesregierung stets gute Erfahrungen gemacht habe. Also zuerst einmal herzliche Gratulation zu 60 Jahre Südtiroler Schützenbund, der ein Eckpfeiler im kulturellen Erbe des Landes ist. Darum können wir mit alle Freude haben zum 60-jährigen Jubiläum des Südtiroler Schützenbundes für die Heimat und zur Erhaltung des Deutschen etwas getan zu haben, und wir sollen weiterhin uns für die Tradition und dergleichen voll einsetzen. Ich wünsche mir für den Südtiroler Schützenbund, aber ich würde sagen, eigentlich für das ganze Land Tirol wünsche ich mir, dass sich die Leute bewusst ist und dass man bewusst machen kann, wie wichtig es ist, dass man in der Tradition verwurzelt ist, dass man ein bisschen weiß, dass Tiefwurzler nicht schnell auf den Zug haut, und dass man die Tradition, die was man hat, gut imstande ist, mit den neuen Herausforderungen zu verbinden. Ich gratuliere dem Südtiroler Schützenbund zum 60-jährigen Jubiläum und danke ihm für die Tätigkeit. Ich gratuliere unserem Schützenbund zu seinem 60. Gründungsjubiläum. Als überzeugter Schütze durfte ich mehrere Jahre in der Bundesleitung mitarbeiten und habe dort so viel treue Pflichterfüllung und Kameradschaft erlebt wie nirgends sonst. Diese Jahre zählen für mich zu den schönsten, aufregendsten und spannendsten Jahren meines Lebens. Trachten, die man nicht mehr gekannt hat, werden wieder getragen. Es ist ein Leben eingezogen. Und wir hoffen auch durch diese vielen jungen Komponenten des Schützenbundes, dass dieses Tirol-Gefühl weiterhin bestehen bleibt. Wir Bauern haben natürlich gerne in Südtirol vertreten und haben eine gute Kameradschaft. Viele Kompanien haben freundschaftliche Verhältnisse mit den Südtirol-Kompanien, und so soll es auch bleiben. Ich denke also, dass das in der heutigen Zeit das selbstverständlich ist, aber es ist was ganz Besonderes. Und ich wünsche euch alles Gute, ein gutes Gesicht und dass die Gesellschaft und die Freundschaft lang, lang so bleibt. Cari amici e fratelli sudtirolesi, è con grandissimo piacere farvi, a nome del Westtiroler Schützenbund e mio personale, le congratulazioni per il traguardo della vostra federazione. 60 anni non sono pochi, ma sono sicuro che questo traguardo sarà l'inizio di un nuovo lungo cammino. Schützen Heil! Lieber Südtiroler Schützenbund, wir gratulieren euch von ganzem Herzen zum 60-jährigen Bestehen. Es ist uns eine große Ehre und Freude, zu diesem Anlass die Fahnenpatenschaft zu übernehmen. Und wir freuen uns auch schon auf viele gemeinsame Jahre. Herzlichen Glückwunsch zu diesem besonderen Geburtstag. Ich wünsche, dass der Schützenbund, der Name sagt, weiterhin in guter Verbindung sind untereinander und vor allem den Bund mit Gott bezeugen.
Widerstand verwurzelt mit Hoheimatklängen. Entsteht im Crescendo eine neue Melodie. Schön, dass ihr ein offenes Ohr für neue Melodien habt. Und danke, dass es unsere alten Melodien, unser Kulturgut, unsere Bräuche, unsere Traditionen hegt und pflegt und dass ihr sie lebendig haltet. Ich wünsche euch zum Jubiläum alles Gute, die Freude und den Erfolg beim Bewahren und beim Erhalten unserer Heimat. Ein Hoch auf 60 Jahre Südtiroler Schützenbund. Unsere Wünsche zum 60. Jubiläum fallen eigentlich recht bescheiden aus. Es sind keine materiellen Dinge, die wir uns wünschen. Im Gegenteil, wir freuen uns vor allem darüber, dass wir als Schützenbund alle Stürme der Zeit überstanden haben, was in einem fremden Staat, in dem wir leben, ja nicht ganz selbstverständlich ist. Der einzig wirklich große Wunsch, den wir haben, ist, dass wir gemeinsam unseren Zielen auch in Zukunft jeden Tag ein Stück näher kommen und sich Tirol mehr und mehr eint. Dass die Menschen zusammenhalten und selbstbewusst sind und das Unrecht, das unserem Land angetan worden ist, dass sie das durch ihren Einsatz imstande sind zu tilgen. Und da liegt das Versprechen für die Zukunft, das wir geben wollen. Wir werden uns weiterhin mit aller Kraft dafür einsetzen, dass das erhalten bleibt, was die Menschen in diesem Land und die Gäste so sehr lieben. Mit offenem Visier, strebsam und unerschrocken werden wir uns dafür einsetzen. Es lebe unser Schützenbund. Es lebe ein Schützenbund, der das Gewissen des Landes ist, auch in Zukunft. Es lebe unsere Heimat Tirol.